war das erste Logo der Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind. Die Lebenshilfe ist 1958 gegründet worden, ist eine der ältesten Selbsthilfeinstitutionen in dieser Republik. Das kennen Sie vielleicht auch, 1981, Internationales Jahr der Behinderten. Damals kam das Wörtchen Mensch noch nicht vor. Jedem Krüppel seinen Knüppel. Sie erinnern sich an die Szene, als der Rollifahrer den damaligen Bundespräsidenten geohrfeigt hat. Das kennen Sie auch. Sonntagabends, 18 Uhr, zweites deutsche Fernsehen, eine gute Tat. Und dann wurde gesagt, spenden Sie, machen Sie was, tun Sie was Gutes. Und wenn Sie das getan haben, bekamen Sie auch eine Urkunde. Ja, warum erzähle ich Ihnen das? Das sind die Bilder, die dazu beigetragen haben, damit man Behinderung in dieser Gesellschaft vielleicht so sieht, wie sie derzeit ist. Und vielleicht ist das einer der Gründe, warum, obwohl der Satz seit 1993 gilt, es ist normal, verschieden zu sein, wir noch nicht so richtig weitergekommen sind. Vorsitzende der Kreisgruppen Herne und Bochum möchten wir Sie ganz herzlich zum diesjährigen Neujahrsempfang des Paritätischen Wohlfahrtsverbands grüßen. Natürlich wissen wir, dass Inklusion für alle Handelnden eine große Herausforderung darstellt, zumindest im Moment noch. Die aktuelle Diskussion wird zurzeit überaus kontrovers geführt. Die verschiedenen Meinungen, Perspektiven und Positionen müssen gehört werden. Wir haben eigentlich, wenn es um das Thema Inklusion derzeit geht, haben wir zwei Themenfelder und die überlagern fast alles. Das eine ist das Thema Schule und Inklusion und das andere Thema heißt Werkstatt und Arbeit. 2,6 Millionen Menschen mit Behinderung leben in Nordrhein-Westfalen. Wenn wir über Inklusion sprechen und ein Menschenrecht für Menschen mit Behinderung, dann darf man sich natürlich nicht nur auf zwei kleine Teile beschränken, auch wenn die natürlich erstmal ganz wichtig sind. Also mein Verständnis ist vor allen Dingen erstmal, dass man es als Menschenrecht umsetzen muss. Denn Inklusion ist nicht einfach nur ein neues Wort für Rehabilitation und Integration, sondern es ist einfach nur das Spiel mit neuen Karten. Aktuell wird das Thema Inklusion in den Medien vor allem im Hinblick auf die Veränderungen des Schulgesetzes in Nordrhein-Westfalen diskutiert. Behinderte und nicht behinderte Kinder sollen zukünftig umfassender, als es bisher möglich war, gemeinsam unterrichtet werden. Oh,
verehrte Frau Tauchert, seit 25 Jahren sind Sie Mitglied im Vorstand der Kreisgruppe Bochum. Sie engagieren sich als stellvertretende Kreisgruppenvorsitzende ebenso wie im Vorstand des hiesigen Paritätischen Fördervereins. Sehr geehrte Frau Hansen, auch Sie sind seit 25 Jahren Mitglied im Vorstand der Kreisgruppe Bochum. Zwei Persönlichkeiten aus Ihren Kreisgruppenvorständen, die höchste Auszeichnung zu verleihen, die wir als Landesverband zu vergeben haben. Die goldene Ehrennadel des Paritätischen Nordrhein-Westfalen. Die Zeit aufwendiger Debatten und Problemfindungsphasen ist vorbei. Jetzt muss gehandelt werden. Die UN-Behindertenrechtskonvention weist uns unmissverständlich und verbindlich den Weg. Sie kann nicht alleine auf Bundes- und Landesebene umgesetzt, sondern muss in die Sozialräume getragen werden, dorthin, wo die Menschen leben. Wie ist es ab Geburt an? Was müssen wir im Bereich der frühen Hilfen tun? Was müssen wir im Bereich der Frühförderung tun? Im Bereich der Kitas sind wir, glaube ich, ähnlich, wie Herr Schierek das gesagt hat, gut aufgestellt, weil wir fast alle Kinder in den normalen, in Anführungsstrichen, Kitas betreuen. Ich glaube, dass man in jedem Prozess, den wir jetzt angehen wollen, auch nochmal die Frage sich stellen muss, ist das dann auch so gedacht, ist es auch inklusiv gedacht oder was heißt inklusiv an der Stelle, wie kriegen Menschen mit oder ohne Behinderung ihre Chancen, Teilhabe zu erfahren. Inklusion kann man nicht den Schulen überlassen, man kann es auch nicht den Kindergärten überlassen, ne? Und man kann es auch den Kommunen nicht überlassen oder den Hochschulen. Das Land, wenn es hier im Föderalismus halt eben so ist, dann muss es beigehen, dann muss es dazukommen. Es geht nicht mit einem extra Gesetz für Behindertenleistungsgesetz, gar nicht. Das ist eine Querschnittsaufgabe, auch für das Gesetz. Inklusion ist eine gesellschaftliche Querschnittsaufgabe. Für derartige Aufgaben sind immer wieder Menschen notwendig, die diese Idee mit einer Vision und der notwendigen Energie voranbringen. Solche wichtigen Impulsgeber haben wir heute Abend eingeladen, damit sie uns aus ihrer Sicht Erkenntnisse und Erfahrungen nahebringen und damit unsere kritisch-konstruktive Diskussion bereichern. Ja, nach dem wunderschönen Theaterstück ist man ja fast sprachlos, etwas Vernünftiges sagen zu können. Ich will es versuchen. Es geht heute Abend um Menschenrechte. Menschenrechte sind nicht immer einfach. Barrieren können ganz unterschiedlich sein. Manche sind natürlich, manche wurden gebaut, manche bringt unsere Gesellschaft hervor und wieder andere sind festgeschrieben. Aber eins ist den meisten Barrieren gemeinsam. Sie entstehen im Kopf. Aber warum ist das so? Es gibt natürlich die Situationen, in denen wir uns ganz bewusst für eine Barriere entscheiden. Aber viel zu oft machen wir uns keine oder zu wenig Gedanken. Ich war letztens auf einer Tagung der Ergotherapeuten in Nordrhein-Westfalen und habe die Frage gestellt, bitte melde sich der, der eine Ergotherapiepraxis hat, die barrierefrei ist. Es hat sich niemand gemeldet. Wir nehmen eine Barriere gar nicht wahr, weil sie uns nicht betrifft. Oder wir machen etwas, weil es schon immer so gemacht wurde. Aus der Integration den ersten Schritt in die Inklusion zu machen. Ich erinnere hier an das Thema Teilhabe am Arbeitsmarkt. Das ist nichts Neues, meine Damen und Herren.
Das steht seit 10 Jahren im SGB 9. Barrieren sorgen für Verhinderung und Ausgrenzung. Und manchmal tragen wir selbst dazu bei, ohne dass wir uns das bewusst machen. Wie unpassend und ungerecht das ist, merken wir immer dann, wenn wir selbst von Ausgrenzung betroffen sind. Wenn es um das Thema Behinderung ansonsten in der Regel geht, dann sind zuständig dafür, jetzt sage ich mal so, die Sozialfuzis. Auf allen Ebenen. Egal auf welcher Ebene, auch des Staates. Wir haben klar und deutlich im Parlament formuliert, für uns ist Inklusion eine Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche des Lebens und damit auch alle Ministerien betrifft. Inklusion vertritt die Idee, dass niemand ausgegrenzt werden soll, egal welche Besonderheit sie oder er hat. Das ist auch das Leitmotiv dieses gesamten Aktionsplanes. Das heißt, wir möchten, dass in allen Bereichen, wo es um Menschen mit Behinderung geht, um die Umsetzung dieses Prozesses geht, wir nicht über jemanden sprechen, sondern dass wir mit jemandem darüber sprechen, wie wir das umsetzen. Die Vielfalt der Menschen soll sich in unser aller Leben widerspiegeln. Ebenso wie ein Wald erst durch eine Vielzahl verschiedener Pflanzen schön und lebendig wird. Im letzten Jahr bei der Triennale haben Sie das Stück Disabled Theatre ins Programm genommen, ein Stück von Jérôme Bell, mit dem Zürcher Theater Hora. Theater Hora, Sie haben es eigentlich genau richtig erklärt, das ist ein professionelles Theater, die sich darauf, das älteste in der Schweiz, die sich darauf spezialisiert haben, Menschen mit kognitiver Einschränkung künstlerisch zu fördern. Die machen das nicht nach Feierabend, sondern die verdienen tatsächlich ihr Geld damit. Mit Herrn Baus haben wir hier jemanden, der sehr viel Erfahrung hat, was den Bildungsbetrieb der Hochschule angeht. Allein durch diesen Druck, den die Studenten unterliegen, für behinderte Studenten nicht einzuhalten ist. Die 6 Semester sind nicht einzuhalten. Das ist schwer, das zu begreifen, aber wenn man sieht, dass ein Blinder nicht lesen kann, dann wird man ganz klar an die Grenzen geführt und ganz, ganz schnell an die Grenzen geführt im heutigen Zeitalter der Studiengeneration. Man erlebt, dass man scheitert, dass es einfach zum Scheitern verurteilt ist. Ich bin eben auch mehrfach angesprochen worden, was machen Sie denn hier als Ruhrtriennale auf einem Neujahrsempfang zum Thema Inklusion? Das ist eine gute Frage. Die Ruhrtriennale ist, weiß Gott, kein Kulturbetrieb, der sich das jetzt besonders ans Revier heften könnte. Und ich glaube, uns ist mit Disabled Theatre wirklich etwas Außergewöhnliches geglückt und auch etwas, ein außergewöhnliches Statement. Aber ob das nun unbedingt gleich schon Kulturpraxis wird. Hochschulen setzen heute auf Drittmittel und Hochschulen setzen heute auf Geld. Und wir sind gerade dabei, diesen Prozess durch ein neues Hochschulgesetz auch zu verändern. Sie können sich aber vorstellen, und das gilt nicht nur für die Hochschule, sondern auch für viele Träger von Behindertenmaßnahmen in diesem Lande, in Bochum, in Dortmund oder wo auch immer. Wer an einem Topf sitzt und vom Kuchen etwas hat, dort ein Stück ihm wegzunehmen, das ist derzeit meine schwierigste Aufgabe. Also ich spreche jetzt einfach, weil ich ein Festival vertrete, das würde bedeuten, eine Gruppe behinderter Schauspieler einzuladen aus künstlerischen, rein künstlerischen Gründen und nicht aus pädagogischen oder sozialen Motiven. Nur mal klar zu machen, wo der Stellenwert von Behinderten, von bewussten Menschen mit Behinderungen heutzutage ist. Und ich glaube, der ist nicht viel weiter als vor 20 Jahren. Vielleicht bewegen wir uns am Anfang noch auf einem Trampelpfad und müssen Umwege in Kauf nehmen. Trampelpfade werden breiter und Umwege, liebe Gäste, verbessern die Ortskenntnis. Auch das ist paritätisches Handeln. Warum zeige ich Ihnen das Bild? Erstens, weil ich in Danzig geboren bin. Und ich gehörte zu denen, die viele Jahre durch diese Mauer in Ost und West verkehrten. Und wenn mir einer erzählt hätte, dass diese Mauer irgendwann nicht existiert, dann hätte ich gesagt, der spinnt. Rollstuhlfahrer, Barrierefreiheit ist eine architektonische Geschichte, das haben wir geregelt. Das dürfte überhaupt nicht mehr Thema sein. Es geht um Barrierefreiheit im eigentlichen Sinne. Und das heißt, Barrierefreiheit heißt heute selbstständig so weit wie möglich. Und ich bin davon überzeugt, dass auch die Mauern in den Köpfen, die Mauern in den Gesetzen und viele die Vorurteile und Ängste, die natürlich existieren, die da sind, wenn es um das Thema Inklusion geht, wir gemeinsam werden aufarbeiten können und wollen. Und ich glaube, daran müssen wir gemeinsam jeder und jede an der entsprechenden Stelle arbeiten. Vielen Dank.